Ich lese gerade Mara Preschers Erstlingswerk Emotionen im Neonlicht, Geschichten, die das Leben schreibt, zum dritten Male und mit Begeisterung. Das Cover vermittelt einem gleich den richtigen Einstieg. Durch schummrig beleuchteten Gang, matt erhellt von Neonlicht, zieht es einen an Schlagschatten vorbei hinein. Ja, es saugt einen regelrecht ein. Genauso die Geschichten. Wortgewandt, in einprägsamen Bildern, meint man, ihre Worte werden lebendig. Wie auf der Suche nach Weihnachten in Berlin, wo die Haustür zuschnappt und versucht, sich an Maras Handtasche festzubeißen. Oder der Baustellenkrake, der sich langsam und unaufhaltsam gierig auf freie Plätze schiebt. Skurrile Atmosphäre in Die Party. Eine Kakophonie von Eindrücken. Mit Künstlern, Rauchschwaden, Reggae-Beat und Party-Nomaden-Kometen, die vorbeiziehen wie Kometen im Weltraum. Dann wieder geerdete Stille in der Großstadt. Man folgt den Spuren im Sand, um mit Spaß im Hier und Jetzt eine faszinierende Reise zu beenden, die vor allen Dingen eins macht: Lust auf mehr. Thank you.